Guten Tag, Herr Professor Oberhoff. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie ich haben Geschichte, evangelische Theologie, Philosophie und Politologie in Berlin und London studiert. Sie wurden habilitiert mit einer Arbeit über die Frühgeschichte des Philanthropismus, ein Thema der Bildungsgeschichte des 18. Jahrhunderts. Sie sind seit 2013 Professor für historische Bildungsforschung an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und leiten dort die Arbeitsstelle für deutsch-amerikanische Bildungsgeschichte. Seit 2018 sind Sie auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. Und seit 2022, und das ist der Grund unseres Treffens heute, sind Sie der Generalherausgeber einer Reihe zeitlos aktueller Werke der Pädagogik und der klassischen Erziehungsphilosophie, die anlässlich des 125. Jubiläums der Klett-Gruppe im Verlag von Klett-Cotta erscheinen. Zuerst erscheint die große Didaktik von Johann Amos Comenius, der von 1592 bis 1670 lebte, also die große Didaktik mit dem Untertitel Die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren, eine Übersetzung von Andreas Fildner bei Klett-Cotta. Wieso gerade zuerst Comenius? Ja, also wir haben überlegt, die Klett-Gruppe, Verleger Klett-Cotta, zum, Sie haben es gesagt, 125-jährigen Jubiläum dieses formidablen Verlags, zu zeigen, dass dieser Verlag ein Bildungsunternehmen ist und immer war und dass diesem Verlag es wichtig ist, die Bildungstradition immer wieder ins Hier und Heute zu holen. Und also Klassiker oder bewährte Texte, aufregende Texte aus vergangenen Jahrhunderten auch heute so zu präsentieren, dass alle gerne darin lesen, die sich mit Pädagogik, Bildung, Erziehung beschäftigen, mit diesen Fragen. Und dann habe ich als Generalherausgeber, als ich gefragt wurde, ob ich diese Reihe betreuen möchte, gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Ich finde das ganz wichtig. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Verlag das wagt und macht und durchsetzt, dass wir im 17. Jahrhundert anfangen sollten. Man könnte natürlich sagen, wir haben mittelalterliche, interessante Philosophen oder in der Antike, selbstverständlich. Aber eigentlich, mir war es doch wichtig zu sagen, an der Schwelle zur Moderne setzen wir einfach mal ein. Und da sind wir dann im 17. Jahrhundert. Da kann man sagen, das ist die Vorgeschichte der Aufklärung, da bahnt sich die Aufklärung an. Wir würden von Comenius zum Beispiel noch nicht als von einem Aufklärer eigentlich reden, aber was wir in seiner großen Didaktik finden, ist eigentlich schon eine Grundlegung für das, was im 18. Jahrhundert im Zeitalter der Aufklärung dann deutsam wird. Und das 17. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Wissenschaftsrevolution. Ich darf auch mal das Buch, ich habe es ja auch hier, nochmal zeigen. Wir haben uns überlegt, wie gestalten wir das Ganze? Und wir wollten das eben mit Fotografien ins Hier und Jetzt holen. Aber Teleskope, die man hier sieht, wurden im 17. Jahrhundert erfunden als Erweiterung der Perspektive des menschlichen Sehens und damit auch des Wissenserwerbs. Das sollte gezeigt werden. Und wo wurden sie erfunden? Die guten, wirklich guten in Holland. Und wo hat Comenius dann am Ende seine große Didaktik in Druck gehen lassen? In Holland, da ist er auch gestorben. Es ist also diese Zeit, in der etwas entsteht, was der Moderne die Bahn bereitet. Und das wollten wir mit den ersten Bänden, John Locke ist sein zweiter Band, Some Thoughts Concerning Education, einige Gedanken über Erziehung, der in diesem Jahr erschienen ist, eben also mit Bänden aus dem 17. Jahrhundert zeigen. Und da ist die große Didaktik von Johann Amos Comenius, glaube ich, der Auftakt schlechthin. Comenius gilt zu Recht als Begründer der modernen Didaktik, die er zwischen 1627 und 1628 verfasst hat und die 1675 dann in, wie schon sagt, in Amsterdam erschienen ist. Seine große Didaktik hat viele Generationen geprägt und doch ist sie vielen Lehrern eigentlich unbekannt. Warum sollte man sie heute wieder lesen? Ich weiß nicht, ob sie so unbekannt ist. Ich weiß es wirklich nicht so ganz genau. Wenn ich mit etwas älteren Lehrern, älter als ich, bin Mitte 50, ja, wenn ich noch mit etwas älteren Lehrern spreche, ich glaube, die haben in ihrem Studium durchaus Comenius kennengelernt. Die Frage ist jetzt ja eben, was ist in den letzten 10, 20 Jahren mit Comenius im Universitätsstudium passiert, also in der Phase, in der Lehrerinnen und Lehrer eben hoffentlich ein Verständnis dafür erwerben, dass das, was sie tun in der Schule, immer auch eine historische Dimension hat und dass sie auch mit didaktischen, mit Didaktikentwürfen aus der Vergangenheit heute etwas anfangen können. Also ich weiß nicht, wie es in den letzten 20 Jahren war. Ich versuche jetzt mit diesem Buch natürlich Menschen davon zu überzeugen, die unterrichten in der Schule, dass das etwas für sie sein könnte. Und ich habe im vergangenen Wintersemester
noch einmal, als ich an diesem Buch gearbeitet habe, am Vorwort als Herausgeber mit meinen Studentinnen und Studenten in einem Comenius-Seminar praktisch das ausprobiert. Und ich habe versucht herauszufinden, ob das wirklich da einen Resonanzraum gibt bei denen. Ob sie in dem Buch, wenn sie das lesen, sagen, das hat was mit uns zu tun. Ich glaube nicht, dass sie höflich sein wollten, als sie mir sagten, ja, das ist wirklich spannend. Ich glaube wirklich nicht, dass sie mir irgendwie Zeugs erzählt haben. Dazu waren auch die Gespräche, die wir darüber geführt haben, so intensiv. Und ich habe auch von denen einfach viel gelernt, was sie sehen. Mal ein Beispiel. Wenn Comenius sagt, wir sollen uns an der Natur orientieren, da gibt es einmal die Möglichkeit, die er vorstellt, Zeit kennenzulernen, Entwicklungszeit, die unterschiedlich gegeben ist. Individuen brauchen unterschiedliche Zeit, sich also zu entwickeln und also auch zur Reife zu gelangen. Und Comenius gibt so viele Beispiele in seiner großen Didaktik, wie in der Natur. Wir sehen, bei der Beobachtung der Natur lernen können, dass Entwicklung, Zeit und Reife eben auch nicht in eine Sache von wenigen Tagen ist und unterschiedlich verteilt auch ist. Oder in einem hübschen Beispiel, wenn Vögel Flügel werden und sie ihre Flügel schlagen im Nest, also dass man auch Fehler macht, dass man vielleicht aus dem Netz purzelt, dass man nicht wirklich abheben kann. Also immer wiederholen muss etwas, um etwas einzuüben und dabei Fehler machen darf. Comenius nennt Schulen Werkstätten. Und das hat ganz viele Dimensionen, dieses Wort, aber eben auch, wo man ausprobiert, wirklich ganz praktisch tätig wird und auch mal Fehler macht. Also eine Fehlerkultur. Wir lernen, wenn wir die Natur beobachten, eine Fehlerkultur kennen. Wir lernen Entwicklungszeiten kennen. Das sind mal nur so zwei Beispiele. Und diese große Didaktik von Comenius ist voll von Naturbeobachtungen, die uns dazu leiten sollen, anleiten sollen, einen Blick zu finden für das Wesentliche im Erziehungsprozess. Und das ist noch nicht wirklich etwas, wie Rousseau dann also vielleicht ein Zurück zur Natur einfordert. Gar nicht. Mhm. So etwas zum Beispiel steckt da drin. Und ich glaube, dass, und deswegen auch nochmal diese Teleskope hier auf dem Buchcover, ja, durch Beobachtung, das ist ja hier eine Naturbeobachtung, die stattfindet. Mhm. Wie fliegen Vögel? Wie bewegen sich Planeten? Lernen wir auch etwas über das Lernen? Mhm. Am besten miteinander. Worin besteht die so erstaunliche Modernität von Comenius? Also zum Beispiel erstaunlich modern ist, dass er sagt, Jungen und Mädchen sollen beide in der Schule so viel lernen, wie es nur irgendwie ihnen zugänglich ist und möglich ist. Das ist im 17. Jahrhundert überhaupt nicht selbstverständlich. Er sagt sogar einmal, dass sein Eindruck ist, aber da hat er es wahrscheinlich mit Pubertierenden zu tun, dass Mädchen noch besser lernen als Jungen. Und da ist er absolut unbestechlich und auf Gleichberechtigung aus. Das ist erstaunlich. Oder dass religiöse Toleranz für ihn etwas ist. Gerade er schreibt das Buch, es wird veröffentlicht nach dem 30-jährigen Krieg, aber er schreibt es, Sie haben ja gesagt, Ende der 60er, 20 Jahre beginnt er mit den ersten Konzepten und Entwürfen im Krieg, mitten im Krieg. Und das sind ja auch Kriege zwischen verschiedenen Konfessionen in Europa in der Zeit. Wir müssen einander zuhören und wir müssen es aushalten, dass wir verschiedene Glaubensauffassungen haben. So, und das müssen wir müssen einen friedlichen Weg des Ausgleichs miteinander finden. Überhaupt Friedenssuche, Pädagogik als Friedenssuche in einer Zeit, wo Flüchtlinge und vom Krieg vertriebene Menschen durch Europa irren. Aktueller geht es ja gar nicht. Er war ja auch ein Flüchtling. Ja. Musste Böhmen verlassen und hat in Polen erst Asyl gefunden. Dort wurde er auch noch einmal, wurde sein Haus ausgebrannt im Schwedisch-Polnischen Krieg. Dann ist er nach Holland gegangen. Schon sein Lebensweg ist in trauriger Weise, wenn Sie so wollen, immer noch modern, weil das uns offensichtlich nicht loslässt, diese Wirklichkeit. Aber ja, Toleranz als modernes Postulat steckt hier auch darin. Und das sind nur zwei Beispiele. Ja, er hat auch einen universalen Anspruch seiner Didaktik. Er beginnt seine Didaktik mit einem Gruß an die Leser. Ich zitiere, Didaktik bedeutet die Kunst des Lehrens. Und die Adressaten seines Buches sind alle Akteure, die am Schul- und Unterrichtsgeschehen beteiligt sind. Von den Eltern über die Lehrer, zu den Schülern, zu den Schulen, wie auch das Gemeinwesen, die Kirche und auch der Himmel. Ja, Didaktik geht alle etwas an. Alle. Was der Himmel so sich denkt und dazu tut, das können wir vielleicht erahnen oder wir glauben da etwas.
Aber ich fand zum Beispiel auch da interessant, dass auch Schülerinnen und Schüler etwas über Didaktik wissen müssen. Das meine ich gerade damit. Das ist Ja, doch das sehr ist doch erstaunlich, interessant. nicht? Ja, das ist erstaunlich. Und sie sollen wissen, zum Beispiel, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin nicht gewaltsam zu Werke gehen darf. Ja. Ja, das ist im 17. Jahrhundert. Er plädiert für gewaltfreie Erziehung, vollständig. Er sagt, wir können lernen, erzwingen ist schlecht. Wir müssen liebevoll werben, mit Interesse und Begeisterung Schüler anstecken, dass sie herausfinden, dass das Lernen etwas Tolles ist. So, aber dann müssen Schüler eben wissen, wirklich wissen, dass Didaktik nichts mit Gewalt zu tun hat. Das muss man ihnen also irgendwie beibringen. Und das ist auch ein Verständnis, dass sie haben, ein Wissen um didaktische Grundvoraussetzungen. Sie sollen, wenn Sie etwas von Didaktik verstehen, wissen ja, was ich sagte, dass das Lernen auch mit Irrtümern und in die Irre gehen dürfen zu tun hat. Dass ein Lehrer Geduld aufbringen muss, wenn er oder sie ehrlich mit den Kindern umgeht und sie wirklich auf den Weg bringen will. Sie müssen spüren eigentlich, dass jemand ihnen das auch zubilligt und sagt, na gut, das hast du heute nicht gut gemacht, aber vielleicht kriegen wir das morgen zusammen besser hin. So etwas. Also Schülerinnen und Schüler sollen wissen, was die Grundelemente der Didaktik ist. Fand ich absolut aufregend und meine Studentinnen und Studenten fand es auch aufregend, dass Ja. das so explizit hier ausformuliert ist. Sie haben ja auch nochmal, die Koedukation war ja für Comenius eigentlich selbstverständlich. Was war interessant, dass es auch methodische Hinweise gibt. Er fordert kleine Klassen, 10 Schüler waren ihn am liebsten, und er spricht über die Gruppenarbeit. Man macht ja manchmal im Referendarsunterricht Gruppenarbeit, für die er bestimmte Vorstellungen hatte. Also ein Aufseher, wie er es sagt, eigentlich ein Sprecher der Gruppe, soll als Verantwortlicher für die Arbeit übernehmen. Das ist ein Teil der Gruppenarbeit, der heute in den Schulen sehr oft fehlt. Ja, das ist interessant. Auch in der Universität, möchte ich mal sagen, kann man das machen oder verstärkt machen. In der Online-Unterrichtszeit, ich habe das bedauert, dass wir online unterrichten mussten, weil die Präsenz durch nichts zu ersetzen ist, nebenbei. Aber immerhin, da gab es die Möglichkeit, auch in verschiedene Lerngruppen mal Schüler zu ent Entschuldigung, Studierende zu entlassen. Wir haben uns dann getrennt für eine halbe Stunde. Ich habe dann Fragen formuliert und gesagt, versuchen Sie das mal in kleineren Gruppen, also das Seminar wurde in Fünfergruppen, nicht in Zehnergruppen dann geteilt, zu lösen oder sich einen Reim darauf zu machen. Und dann kommen wir wieder zusammen. Und dann habe ich dann einer Lerngruppe gesagt, so, bitteschön. Und dann haben sie erstmal sich alle gewundert und gefragt, wer könnte denn jetzt für uns sprechen? Die hatten das offensichtlich vorher noch nicht ausgemacht. Und dann sagte ich, na gut, ich mache das jetzt mal für alle. Und ja, aber dann geht es eben darum, man lernt ja auch zusammenzufassen, worüber haben wir eigentlich jetzt gerade gesprochen in der letzten halben Stunde? Und wie fasse ich das zusammen? Wie führe ich das zusammen? Und das ist eine wichtige Übung, ehrlich gesagt, in vielerlei Hinsicht. Man möchte ja auch dem gerecht werden, was man ausgetauscht hat. Man möchte aber etwas bündeln und auf den Punkt bringen. Ja, zwischendurch aus einer größeren Gruppe, kleinere Gruppen zu machen, einen Sprecher, zu bestimmen, der dann für diese Gruppe Ergebnisse zusammenfasst oder Fragen, mit denen man gerungen hat, nochmal formuliert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und genau, das ist sehr ausformuliert zu finden in der großen Didaktik bei Comenius. Ja, nicht Wissen soll der Zögling bunkern, sondern soll die Methoden verinnerlichen. Sind Methoden das gleiche wie heute in den Schulen so gepriesene Kompetenzen? Ja, Kompetenzen, glaube ich, Kompetenz, das klingt schon so nach fertigen Praktiken, über die man verfügt. So, ich habe eine Kompetenz erworben. Die Methoden sind eigentlich eher, glaube ich, so wie ich das verstehe und lese bei Comenius, Wege, von denen wir wissen, die wir gehen können. Da sind wir unterwegs. Mit bestimmten Methoden wissen wir, wie wir unterwegs sein können. Und das scheint mir da doch ein Unterschied dann zu sein. Ich komme nur Hordos, drauf. in Methode steckt ja auch das griechische Wort Hordos, das ist der Weg. Er auch drin, also insofern ein unterwegs sein und dass man weiß, wie die Richtung eigentlich, welche Richtung wir einschlagen beim Versuch, Wissen zu erwerben, welche Wege wir gehen, mit welchen Wanderstöcken sozusagen wir ausgerüstet sind und so. Also das ist ein bisschen was anderes, denke ich schon, als Kompetenzen. Ja.
Ich höre Sie noch. Ich höre Sie jetzt nicht mehr. Ich bin Nee, Entschuldigung, ich schneide es. Ich hab irgendwie. Und im 23. Kapitel, die Methoden der Sittenlehre, ein zentrales Kapitel seiner Didaktik, geht es um das Lernen als einen Wert, als eine Haltung, so wie Comenius die Werte nennt, die seine Didaktik definieren. Zitat: Die Kunst, zur Sittlichkeit herauszubilden, lässt sich in 16 Hauptregeln fassen. Dazu gehört ein richtiges Urteil, zum Beispiel Dinge, eine Grundlage aller, ist die Grundlage aller Tugend, Maßhalten, Gerechtigkeit, wie auch das Ausdauer in der Arbeit, was wohltuenderweise dem heute oft geratenen schnellen Phasenwechsel widerspricht. Können heutige Lehrplanautoren von Comenius auch was lernen? Ja, auf alle Fälle. Würde ich sehr behaupten, natürlich. Also beim Lehrplan könnte ich sagen, wenn man Lehrpläne erstellt, geht es darum, welche nicht nur Methoden, welche Fächer auch, welche Inhalte kombiniert werden. Und Comenius ist jemand, der sehr viel Wert darauf legt, Verknüpfungen herzustellen zwischen verschiedenen Fachgebieten oder von mir ist auch Methoden. Verknüpfungen, Ordnungen. Ein Kollege von mir in Münster hat mal, als wir über Comenius sprachen, im Entstehen dieses Buches gesagt, es ist sehr pedantisch, sehr ordnungsverliebt, Comenius. Und das kann man natürlich vielleicht so sehen, aber er hat verschiedene Begriffe übrigens interessanterweise für Ordnung. Ordo, Dispositio. Und das sind, wenn wir Dispositio mal nehmen, das lateinische Wort, dann ist das eine Zuordnung, eine Disposition. Man kann etwas umdisponieren. Ja, als Lehrer auch zum Beispiel. Und man muss verstehen, wie das eine zum anderen passt, was man im Unterricht vermitteln möchte. Und dann, um Ordnung zu schaffen, wenn man merkt, dass eine Klasse vielleicht nicht gerade so wirklich mitkommt, kann man etwas zurückstellen und etwas anderes vorziehen zum Beispiel. Also ein Lehrer schafft ständig Ordnung eigentlich. Und mit Comenius, glaube ich, wird man dafür sensibilisiert, wie eine gute Zuordnung von Methoden, von Unterrichtsinhalten, von Zeitabfolgen herzustellen ist. So, da ist ja ganz großartig. Um die Aktualität dieses Buches nochmal zu unterstreichen, habe ich in dem Lesebericht von 26, des 26. Kapitel von der Schulzucht zitiert. Man kennt das aus den Schulen. Die 7. und 8. Klassen sind oft schwierige Klassen. Pubertät und die durch die Corona-Pandemie und die Schulschließung verursachten Lücken werden oft als Entschuldigung angeführt, falls die 7. und 8. mal wieder über Tische und Bänke gehen. Können Lehrer, die über solchen Klassen klagen, auch bei Comenius Rat finden? Ja, ich glaube schon. Also Comenius ist überhaupt kein, sagen wir mal, Idealist, sondern er ist Realist. Es gibt seitenlange Beschreibungen, wie unterschiedlich Schüler eingestellt sind. Ist ganz schön. Manche sagt, er haben eine hohe Auffassungsgabe, aber sie sind eben auch irgendwie ein bisschen frech und dreist und haben etwas anderes, auch was sie beschäftigt, ganz, ganz wichtig. Manche Schüler sind lethargisch und kommen einfach wirklich nicht so schnell mit. Manche Schüler sind unglaublich schnell, aber wenig mitteilsam. Also er beschreibt auf 2, 3 Seiten also eigentlich eine Klasse, wie man sich vorstellen kann. Typen, also Individuen. Und man sagt, ja, so sind die. Und dann sagt er eben, wie man mit ihnen umgeht. Und da ist Geduld, glaube ich, eine ganz große Tugend. Und er sagt auch, abwarten können, innehalten können, denen auch mal Zeit geben, bevor dass sie sich beruhigt haben, wo man dann sagt, und jetzt komme ich und etwas leid mit einem leiseren Ton vielleicht erstmal anfängt weiterzumachen. Da kann man sehr viele Hinweise finden, glaube ich schon. Comenius hat zu Recht die Hoffnung, zitiere, dass die Studien der Inhalte selbst einen Anreiz auf die Gemüter ausüben, ja, sie reißen durch ihren Reiz alle, die nicht gerade Unmenschen sind, an sich. Ist es nicht so, darf man die Schuld nicht nur bei den Schülern gesucht werden. Und jetzt folgt der entscheidende Satz von Comenius: Wenn dem nicht so ist, so sind daran nicht die Lernenden, sondern die Lehrenden schuld. Es Ja, geht in die das gleiche ist ein Richtung, Satz, nicht? ja, das ist vielleicht eine große Zumutung für jeden, der unterrichtet, gerade wenn es nicht so gut läuft und man dann sagt, ah, das sind die wieder, die sind so schwierig und ich habe damit nichts zu tun. Aber das ist der Pädagoge Salzmann zum Beispiel im 18. Jahrhundert, ein wichtiger Aufklärungspädagoge, hat viel darüber nachgedacht, was es bedeutet, zunächst einmal sich selbst zu befragen als Lehrender, wenn etwas nicht gut läuft.
Was habe ich jetzt nicht gut gemacht? Und das finden wir aber auch schon sogar bei Comenius. Deswegen ganz, ganz frühe Hinweise auf das, was im Aufklärungszeitalter wichtig wird. Ja, zunächst zu fragen, was ist mein Anteil daran, dass das nicht so gut funktioniert? Und dann kann es ja immer noch sein, wenn man sich ehrlich befragt hat, dass man sagt, okay, vielleicht habe ich heute nicht so viel schlecht gemacht oder unsinnig angefangen, angestellt. Aber das ist ganz erstaunlich. Also zunächst immer zu fragen, wie kann ich es besser machen? Und nicht, die sind komisch drauf heute, diese Ja. Truppe. Comenius war selber ein Praktiker. Er schrieb seine große Didaktik erst, nachdem er selbst mehrere Schulbücher verfasst hat. Was war das eigentlich für ein Mensch, Comenius? Herr Comenius hat, ich hatte es eben schon erwähnt, Comenius ist als junger Mann aus Böhmen vertrieben worden. Er war Protestant, gehörte der Böhmischen Brüderunität an, war auch Pfarrer, später Bischof seiner Gemeinde, ein auch großer Theologe. Aber er war eben Protestant und Böhmen wurde rekatholisiert und er wurde als Protestant, der an seinem Glauben festhielt, dann vertrieben und ist fortan eigentlich durch Europa gewandert, hat immer wieder neu versucht, Fuß zu fassen und eben eine Didaktik des Friedens für Europa anzubieten, des Miteinander reden Könnens, auf Ausgleich bedacht sein und gemeinsam Wissen zu erwerben. Er war ein sehr gelehrter, hochgelehrter Mann. Er hat an den Universitäten Herborn und Heidelberg studiert. Er war gefragt in Harvard, muss man sich mal vorstellen. Sein Ruf drang bis nach Übersee, genauso wie in Frankreich und in Schweden und in Ungarn. Und er war ein Suchender. Also er hat sein Leben lang an dieser Didaktik gearbeitet und gefeilt und hat immer wieder sich im Unterricht auch überzeugen lassen, wenn er neue Entdeckungen gemacht hat, davon, dass diese Didaktik noch zu verbessern sein würde. Er hat sie also sehr spät in seinem Leben erst in Druck gegeben. Er war ja schon Ende der 1630er ja fast so weit, es tun zu können, aber ein brandenburgischer Historiker, Joachim Hübner, hat ihm dann gesagt, das ist noch nicht gut genug. Und dann hat er weitergearbeitet. Also diese Didaktik ist wirklich das Ergebnis, also wie sie dann 1657 veröffentlicht wurde, einer lebenslangen Suche nach dem bestmöglichen Weg zu unterrichten und zu zeigen, wie Lernen funktioniert. Ich Er ist bin im. ein Leben lang Lernender, der auf der Suche nach der bestmöglichen Didaktik ist. Ich bin ja nun immer versucht, so ein Buch auch mit den Fachdidaktiken von meinen Fächern zu vergleichen. Und es geht unter anderem um die kreative Beteiligung der Schüler am Unterricht. Die Art und Weise, wie Schüler ihre schriftlichen Arbeiten im Unterricht verbessern sollen, enthält bemerkenswerte Vorschläge, die ich finde, Fachdidaktiken von heute sogar übertreffen. Korrekturen durch die Schülergruppe und Comenius macht auf eine äußerst geschickte Weise zum Nachahmen einlädt. Sind alle mit der schriftlichen Arbeit fertig, fängt einer an vorzulesen und die anderen korrigieren. Das letzte Wort hat dann, wenn es noch nötig sein sollte, der Lehrer. Comenius deutet schon an, dass Schüler an der Steuerung des Unterrichts beteiligt sein können. Heute heißt sowas inverted teaching. Ja, Korrektur ist übrigens was ganz, ganz Wichtiges. Das habe ich mal, also im Lernen, ja, dass also wir alle sind der Korrektur bedürftig, hat mal ein ganz großer Kollege in Münster an der Universität, Karl Barth, protestantischer Theologe, der auch eine Zeit lang in 20 Jahren in Münster unterrichtet hat, dort in Münster verkündet in einer Vorlesung über Ethik und Politik. Interessanterweise gibt es einen Exkurs über Pädagogik und da hat er gesagt, wir sind alle der Korrektur bedürftig und auch Reformpädagogik darf das nicht vergessen. Wenn Kinder, also Montessori-mäßig, ja, gerne alleine lernen und alles ganz toll machen, wir müssen lernen, Korrekturen zu ertragen auch. Und darum, was Ihr Beispiel ist, ganz schön. Also auch darauf kommt es ja an, wenn Schüler korrigieren, das nicht irgendwie besserwisserisch von oben herab zu tun, nörgelnd oder zerstörend, sondern mit einem Interesse vielleicht dann verbunden, wie es noch besser oder eleganter oder anders oder facettenreicher werden kann. Das ist eine ganz wichtige Übung, wie wir lernen, einander, also, wie wir lernen, uns so zu korrigieren gegenseitig, dass wir uns aufrichten dabei und nicht runterziehen, ne? Und ganz, ganz gutes Beispiel. Ich sehe schon die ganzen Feinziele, die ein Referendar aufschreiben würde. Zum Beispiel auch das Zuhören der Klasse, das lernt man damit. Dass man anderen Ja. zuhört. Und Ja. auch nicht nur zuhört, sondern auch bewertet und hilft oder korrigiert. Alles zusammen.
im Prinzip den Lehrer als Vorbild hat, aber das auch gleichzeitig ein bisschen ausübt. Und dabei, das Ganze schreibt sich an einen Lernprozess ein, nicht? Ich habe noch eine letzte Frage. Comenius' große Didaktik steht für die unbedingte Freiheit des Menschen und vor allem auch für den Respekt zwischen Lehrenden und Lernenden, den der Autor mit ständigem Blick auf die Natur, das haben wir schon erwähnt, immer wieder einfordert. Es ist diese Vernunft, die Comenius im Vorgriff auf die Aufklärung als Kern seiner Didaktik versteht. Und die macht ihn wirklich zu einem Aufklärer avant la lettre, nicht wahr? Ja, also das ist schön gesagt, avant la lettre, bevor der Begriff also in der Welt ist, ist er schon auf einem Weg, der die Aufklärung einleitet, eigentlich in einer Art Grundlegung. Das habe ich auch ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt. Und dass die Vernunft dabei eine große Rolle spielt, ist ganz klar. Also das ist unsere Fähigkeit, ja natürlich zu reflektieren, zu analysieren, zu untersuchen, nachzudenken. Auch wenn Begeisterung, das Gefühl und die Emotionen zwingend wichtig sind beim Lernprozess. Aber die Vernunft hat eben doch ihre Aufgabe und eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Das hat er herausgearbeitet. Vielen Dank, Herr Professor Umhoff. Ja, sehr gerne, Herr Witt.